Und nun, verehrte Zuschauer, zu einer Zeugin des Jahrhunderts. Ja, ich glaube, dass mich die Idee, irgendwann nach Mainz zurückzukehren, die ganzen Jahre getragen hat. Im Gespräch mit Hanne Huntemann berichtet Gert Kurudemeyer-Jorgensen unter anderem über ihre abenteuerliche Flucht, ihre Rückkehr nach Mainz, ihre Heimatstadt, und über ihre Arbeit als Heilpraktikerin mit dem Fachgebiet Psychotherapie. Frau Meyer-Jorgensen, Sie haben gesagt, dass Sie während der ganzen Zeit Ihrer Emigration in 6 verschiedenen Ländern dieser Welt immer an Mainz gedacht haben. Was zieht Sie denn eigentlich in diese Stadt, wo Sie auch so viel Leid erfahren haben und vor der Sie eigentlich flüchten mussten, um Ihr Leben zu retten? Was mich genau hinzieht, kann ich Ihnen nicht sagen, ich weiß es nicht, aber es ist irgendeine Verbundenheit, die auch nichts mit Deutschland zu tun hat. Es geht nur um Mainz, um Wiesbaden. Ich habe da das Zugehörigkeitsgefühl. Ist es sowas auch, dass Sie als Ausgestoßene sozusagen weggegangen sind und wieder angenommen werden möchten? Ich weiß gar nicht, ob ich mich so darum bemüht habe, wieder angenommen zu werden. Es ist eigentlich das Gefühl, hier gehöre ich hin. Hier kennt man mich, hier bin ich etabliert, wollen wir sagen, von der Vergangenheit her. Ich brauche nicht zu erklären, wer ich bin oder wer meine Eltern waren. Und ich habe das auch, wie ich nach 9 Jahren zurückkam, sofort empfunden. Ich war wieder drin in der Szene. Zu Hause. So schön sagt. Ja. Gertrude Salomon, genannt Gerti, wird 1918 in Mainz geboren und wächst wohlbehütet als Tochter jüdischer Eltern auf. Der Vater ist ein angesehener Geschäftsmann. Er besitzt einen gutgehenden Schuhladen. Nach 33 erfährt die Familie schmerzhaft, dass sie plötzlich zu den Menschen zweiter Klasse gehört. Unter Druck verkauft der Vater das Geschäft. Als am 9. November 38 die Synagoge brennt, bleibt die Familie durch die Hilfe von Mitbürgern verschont. 1939 gerät die 21-jährige Gerti in Haft wegen Devisenvergehens. Sie hat eine Ausbildung als Sportlehrerin und Krankengymnastin hinter sich. 41 nach der Haftentlassung droht ihr der Abtransport in ein Konzentrationslager. In letzter Minute kann sie ins Ausland flüchten. Sie gerät nach Shanghai. Dort verbringt sie 4,5 schwere Jahre im Ghetto. Sie heiratet und lässt sich wieder scheiden. Nach Kriegsende kommt sie über Macau, den Philippinen, Südafrika und England zum ersten Mal zu Besuch nach Mainz. Aber sie bleibt weiter im Ausland, wird Heilpraktikerin und Psychotherapeutin. Sie ist erfolgreich in ihrem Beruf. Inzwischen lebt sie mit ihrem Mann in Tessin. Im Gespräch gehen wir noch einmal zurück nach Mainz in die Zeit ihrer Jugend. Und wie ist es Ihnen dann ergangen, wenn ich mir vorstelle, so ein junges Mädchen, wie fühlt es sich denn, wenn es so von heute auf morgen auf der Straße nicht mehr gegrüßt wird, vielleicht auch angepöbelt wird? Das war beunruhigend, das war entwürdigend, aber es gab dann eine Sache, die mir auch jetzt erst klar geworden ist. Es entwickelte sich langsam und wir sind irgendwie in diese ganze Sache mit hinein entwickelt worden. Das ging ja nicht Schlag auf Schlag, sondern es ging so schleichend. Das ist wie wenn sie Tür zumachen, die wurde immer enger und enger und enger. Und wenn man selbst drin ist in so einer Sache, dann bemerkt man es nicht. Aber ich weiß, dass mein Vater damals Besuch bekommen hat vom Ausland. Und die haben gesagt, wie können Sie noch hier in Deutschland leben? Gehen Sie raus. Das ist ja furchtbar und das wird ja noch schlimmer. Und mein Vater hat gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Ich gehe doch hier nicht weg. Also er hat einen stehenden Spruch gehabt. Also 33, 34 war überhaupt keine Diskussion, wegzugehen. Das ging los, vielleicht 36, 37. Und dann hat er gesagt, also wenn ich aus Deutschland weggehe, auf dem letzten Puffer vom letzten Zug. Also es war überhaupt keine Diskussion. Wir haben so drin gesteckt, wir haben es auch nicht gemerkt. Es wurde immer so
ein bisschen enger und ein bisschen enger und damit haben wir gelebt. Sie haben erzählt, dass Sie damals eine Jugendliebe hatten. Das war ein arischer junger Mann. Wie konnten Sie sich denn mit dem überhaupt noch treffen? Wie war das denn möglich? Durfte er sich überhaupt mit Ihnen? Nein, er durfte natürlich nicht. Also er ist am 1. April ist er noch, am Boykotttag ist er mit mir noch ganz offiziell über den sogenannten Bummel gegangen. Da haben sich die Jugendlichen damals bloß um 6, 6:30 ist man da rauf und runter geschlendert. Das war in Mainz auf der Ludwigstraße. Da hat er sich noch mit mir ganz ostentativ gezeigt. Und dann wurde das immer enger und dann haben wir uns zeitweise außerhalb getroffen und das wurde aber zu gefährlich. Und dann kam er zu uns nach Hause und dann konnte er auch nicht über die Treppe hochkommen, weil im zweiten Stock wohnte jemand, der die Familie kannte, er wäre sofort erkannt worden. Und dann wurde er also quasi in Maskerade mit dem Aufzug hochgezogen. Und das spielte sich so ab, nur so einmal im Monat. Und wir haben aber Kontakt gehabt bis ganz zum Schluss. Also da hat er noch Reichsarbeitsdienst gemacht. Und dann ist der Krieg ausgebrochen. Und zur Zeit, wie der Krieg ausgebrochen war, war ich ja schon im Gefängnis gewesen. Und dann ist er eingezogen worden. Und auch da hatte ich noch Kontakt indirekt mit ihm. Und er hat dann geheiratet. Und hat mir auch damals gesagt, das heißt, er hat es mir geschrieben, dass er weiß, dass er nicht wiederkommen wird. Und ist gefallen. Sie sind ja, weil Sie Wertsachen außer Landes bringen wollten für Ihren Vater, kamen Sie ja ins Gefängnis. Das war 1939. Das war 39. Wie ist es Ihnen da ergangen im Gefängnis? Das war 1940, war das. Im Gefängnis, es erging mir den Umständen entsprechend gut. Ich habe zuerst in Stuttgart bei der Gestapo war ich inhaftiert, in Schutzhaft. Das war sehr unangenehm, aber ich hatte ein großes Glück. Ich war damals 20, kurz vor 21. Und der Kommissar, der mich vernahm, der hat sich in mich verknallt. Und ich fand ihn auch nicht unübel. Ich weiß, dass ich das zu meiner Mutter mal gesagt habe, die war also so entsetzt, die hat gedacht, der Schlag trifft sie, dass ich ihn auf der Gestapo sitze und habe ihr gesagt, ich finde ihn eigentlich furchtbar nett, der gefällt mir. Und ich hatte es besonders gut, ich war glaube ich auch die Einzige, also das war eine persönliche Sache. Wir haben dann abends zusammen Faust gelesen nach seiner Arbeitszeit. Es ist nie was passiert, aber es war eine geladene Atmosphäre. Und dann kam ich ja nach Mainz. Und in Mainz waren nur die ganzen alten Schubo-Leute, das saß ich. Also erst war ich im Amtsgericht, erst war ich in Schutzhaft in der Klarastraße. Da waren diese ganzen alten Schutzleute, die meine Eltern gekannt haben, das Geschäft gekannt haben, am Höfchen gestanden haben, Wache geschoben haben, die kannten mich als Kinder. Also man hat sich an und für sich unheimlich um mich gekümmert und mir das erleichtert, wo man nur konnte. Und das war auch gar nicht so schlimm, denn das war wieder dieses Gefühl, ne, jetzt bin ich in Mainz, also hier bin ich bekannt und irgendwie, ich war so blöd, dass ich nie auf die Idee gekommen bin, dass mir was passieren kann. Ich war innerlich davon überzeugt, ich komme durch. Wie war das denn, waren denn Ihre Eltern nicht in Gefahr, auch abtransportiert zu werden, um ins KZ zu kommen? Das war ja damals aktuell. Ja, der Vater ist damals vernommen worden durch diese Devisengeschichte. Und der Kommissar hat mir also damals gesagt, er muss etwas Schriftliches von meinem Vater bei den Akten haben, aber er wird ihn nicht festsetzen. Das hat aber mein Vater nicht gewusst. Und mein Vater ist nach der Vernehmung nach Hause und hat sich zu Hause mit Cihan Kali umgebracht. Und das habe ich also erst in Stuttgart erfahren. Und die Mutter war damals noch nicht gefährdet mit Abtransport. Also 1940, 41 war das. Das ging erst los Ende 41, Anfang 42. Und da war ich ja schon weg. Und wie war das denn für Sie, als Sie dann erfahren haben, Ihr Vater hat sich umgebracht? Das war furchtbar, denn ich habe damals ein hysterischen Lachkrampf bekommen von 2 Stunden. Und die haben gedacht, ich habe durchgedreht. Das gibt es ja nur sehr oft in der Psychotherapie. Also wie ich das gehört habe, habe ich für 2 Stunden hysterisch gelacht. Und dann ist da so langsam, habe ich das gerafft.
Wie sind Sie überhaupt rausgekommen, beziehungsweise wie sind Sie auch aus Deutschland rausgekommen? Das war ja damals schon sehr spät und da gab es ja kaum noch Möglichkeiten, rauszugehen. Also die erste Schwierigkeit, die erste Hürde war ja mal überhaupt einen Pass zu bekommen. Das ist immer so lustig, wenn mich die Leute fragen, warum sind Sie nicht weg? Ja, keine Ahnung, es gab keine Pässe. Wenn Sie einen Pass gehabt haben, mussten Sie geklärt werden, mussten Sie Clearing haben mit Reisfluchtsteuer etc. Also der Pass war da und nur war die Möglichkeit, ein Honduras-Visum zu kaufen, womit ich überall hin konnte, nur nicht nach Honduras. Das war nämlich nicht registriert. Das war also ein Honduras-Konsul, der sich dafür 1000 Mark hatte diese Stempel reingemacht und damit hat man aber dann Transitvisen bekommen. Und der Weg war Shanghai. Das wussten Sie damals schon? Das hat mir die Mutter gesagt, also Möglichkeit nach Shanghai zu gehen, um das Honduras-Visum, um die Transitvisen zu bekommen. Und das war nun auch nicht so glatt und so einfach, wie ich das hier erzähle. Ich habe also nur die Unterlagen bekommen von der Mutter. Und da hatte ich wieder eine Hilfe gehabt über jemand, der mich gekannt hat und der mir sehr gut gesinnt war. Denn normalerweise hätte ich der Gestapo übergeben werden müssen, zwecks Deportation Auschwitz. Und das ist verhindert worden. Ich bin dann nach Hause gegangen, ich bin entlassen worden. Am 16. Oktober 40, glaube ich. 40 oder 41, ich weiß nicht mehr genau. Und ich musste innerhalb von 4 Tagen, musste ich aus Deutschland raus sein. Ich wusste, 4, 5 Tage war das Limit. Dann hätte die Gestapo nachgefragt, wo ich bin. Und dann wäre ich eingelocht worden. Und dann bin ich mit 10 Mark, waren 4 US-Dollars und einem Billett nach Shanghai bin ich losgegondelt. Und dann konnten Sie Ihrer Mutter nicht mehr auf Wiedersehen sagen? Nein, das ging dann, Gott sei Dank, ging das wahnsinnig rasch. Ich musste eine Leibesvisitation unterziehen und dann konnte ich nicht mehr zurück. Und es war wahrscheinlich auch gut. Und so bin ich also abgebraust nach Warschau. In Warschau ist mir zuerst einmal von dem Zoll mein schöner Montblanc-Füllfederhalter abgenommen worden. Aber ich habe die Emigration auch ohne Montblanc-Füllhalter überstanden. Und dann bin ich nach Moskau weitergeflogen. Dann war ich 4 Tage in Moskau, 4 oder 5 Tage. Und dann Transsibirien, 6 Tage, 7 Nächte. Mit der Eisenbahn? Mit der Eisenbahn. War sehr interessant. Eisenbahn war also voll mit Russen und mit Emigranten. Das war so ungefähr der letzte Schub, der raus ist. Wieso ist denn eigentlich Ihre Mutter nicht mitgefahren? Das wäre doch auch gut gewesen, sie wäre mit Ihnen gekommen. Das wäre sehr schön gewesen, sie hätte es auch bestimmt sehr gern gemacht, aber das ging nicht. Sie hatte erstens keinen Pass, zweitens war das Vermögen nicht abgewickelt. Sie mussten ja damals Reichsfluchtsteuer zahlen, das hat ja ewig gedauert. Sie mussten also durch x Instanzen durch für andere Sachen. Und das hat sie nicht mehr gepackt. Ich habe für meine Mutter dann in Shanghai ein Kuba-Visum besorgt. Sie hätte also nach Kuba gekonnt, mit viel Schwierigkeiten, es hat auch Geld gekostet und das hat sie geschickt bekommen. Dieses Visum ist 2 Tage, nachdem sie deportiert war, nach Auschwitz angekommen. Sie ist nach Treblinka gekommen. Bevor sie deportiert worden ist von Mainz, ist das angekommen. Und haben Sie das in Shanghai erfahren, dass es zu spät angekommen ist? Das wusste ich ja. Wie war das für Sie? Wie war das? War nicht sehr erfreulich. Aber auch da war, ich weiß nicht, ob ich mich beruhigt habe, ich kann Ihnen die Gemütsstimmung gar nicht sagen. Ich habe gesagt, ich habe alles versucht, es ging nicht, ich kann mir keinen Vorwurf machen. Also für mich war eigentlich das Ausschlaggebende, ich habe nicht auf der faulen Haut gesessen, ich habe nicht auf meinem Geld gesessen, was ich verdient hatte, um das für mich zu halten. Ich habe alles getan und es ging nicht, dann sollte es nicht sein. Denn irgendwo hatte ich damals schon das Gefühl, also irgendwo ist eine Bestimmung da. Sie waren 4,5 Jahre im Ghetto, haben dort auch geheiratet und sich auch wieder scheiden lassen, ja, weil es nicht gut ging. Woher haben Sie denn eigentlich die Kraft genommen? Sie waren ja eine junge Frau, sind mit Anfang 20 dahin gekommen.
das alles zu überstehen. Ich meine, das ist ja nicht nur Abenteuer gewesen, sondern das war ja auch, es gab ja viele lebensbedrohliche Situationen, viele demütigende Situationen. Woher nimmt man die Kraft als junge Frau, das zu meistern? Ich kann es Ihnen nicht sagen, ich habe etwas mitbekommen von zu Hause. Und das ist eine rasante Gesundheit. Und das war eigentlich mein Kapital. Entweder haben sie die Kraft oder sie haben sie nicht. Sie mobilisieren, was da ist. Und ich habe eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass ich überfordert war. Ich habe auch nie Probleme gehabt. Denn wir haben abends, montagsabends, habe ich genügend Geld gehabt für Dienstagmorgen fürs Frühstück. Und Dienstagmorgen, nachdem ich gefrühstückt habe, habe ich mir überlegt, so, und was heute? Und wenn Sie von Tag zu Tag leben, das werden Ihnen auch sehr viele Leute, die im Krieg waren, sagen, wenn Sie von Tag zu Tag leben, haben Sie gar keine Zeit, sich Illusionen zu machen und zu träumen, sondern Sie müssen aufpassen. Im Krieg haben Sie aufgepasst, dass Sie nicht irgendwas erwischt hat. Und in Shanghai haben Sie aufgepasst, dass Sie irgendwo was gefunden haben, womit Sie Geld verdienen konnten. Und das ist Ihnen gelungen. Und das ist mir gelungen und... Das klingt jetzt komisch, ich habe es gar nicht so empfunden. Ich war jung, ich war gesund. Ich habe das gar nicht so also schrecklich empfunden. Es war normal, es war ein normaler Ablauf. Es ging weiter. Und wie der Krieg aus war, wie gesagt, ich war ja in der Zwischenzeit staatenlos geworden. Ich bin ja mit einem Pass ausgewandert, der 6 Monate Gültigkeit hatte. Und nach 6 Monaten war ich staatenlos. Und dann bekamen wir nach dem Krieg, bekamen wir ein DIN A4-Blatt.